Also ich biete Dinge an und ich spiele auch mit Angeboten, aber diese Angebote sind eigentlich schon so definiert, dass sie eigentlich gar nicht eindeutig sind, sondern einfach als Stimulanz dienen können, selber die Fantasie einzusetzen und andere Modelle zu entwickeln. Bei mir ist nichts fehl am Platz. Ich lasse da einfach alles zu, deswegen meinte ich, ne? Ich glaube, Kunst hat sowieso immer was mit Assoziationen zu tun. Ich liebe das nun manchmal, so eine Sache herzustellen, wo einfach die Leute einfach gar keine finden. Wenn man in den Supermarkt geht und geht da einkaufen, fährt da rum mit dem Wägelchen, kommt zur Kasse und da sagen die dann plötzlich, ja, es war eine Ausstellung. Und plötzlich dreht man sich um und guckt die Dinge anders an wahrscheinlich. Ne? Und da braucht man diese ganzen Definitionen und diese Sachen nicht. Ne? Da macht man sich nämlich seine Bilder auch selber.
brauche neutrale Materialien, denen ich sozusagen meine Ideologie aufdrücken kann. Ne? Mich interessiert die Ästhetik dieser Materialien im ersten Moment nicht. Mich interessiert einfach die Verwendbarkeit für meine Idee. Man muss sich sehr viel die Bilder im Kopf machen. Ich liebe die Möglichkeiten, also Dinge von rechts und links zu interpretieren oder wirklich auch bis in den extremsten Gegensatz hinein. Aber es geht nicht darum, dass ich von mir immer ein Psychogramm abliefere, also über meine Befindlichkeit dabei, weil die ist eigentlich, um Kunst zu verstehen, unwichtig, jedenfalls um meine Sachen zu verstehen. Im Prinzip, also wie ich meine Arbeit auffasse, muss ich Ihnen das zurückspielen und sage, was sehen Sie da drin und das ist es dann. Ne? Die meisten Künstler haben ja etwas damit zu tun, weil das ist das Spielen, aber das ist genau, was mich reizt und es funktioniert eigentlich bei jemand anderem nur, wenn er eigentlich so neugierig ist oder ähnlich empfindet, wird es leicht damit zu spielen und sonst ist es einem vielleicht fremd. Ne?
Und dann die letzte Frage, was bedeutet X2One? Oh, das habe ich noch nie gehört.